Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, es ist Zeit für Truck TV. Jawohl, hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Es gibt eine neue Folge, die Nabas hier. Und denn diese Woche ist eine traurige Woche, denn ich werde den Test starten, eine Woche als Vegetarier. Ich habe dazu wirklich nichts, was irgendwie fleischig ist, eingekauft, also nur Gemüse. Und ich bin ja mal gespannt, ob ich mich von Tomaten und sowas ernähren kann. Also ich bin eigentlich nicht der typische Vegetarier und ich hoffe, dieses Projekt scheitert nicht so wie die letzte Diät. Und dann gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall hier im Osten, fahren jetzt nach Tordin und laden erstmal ab. Abfahrtskontrolle haben wir schon gemacht. Da müssen wir einmal in den Knopf drücken, das haben wir nicht vergessen. So, jetzt machen wir Abfahrtskontrolle und dann schauen wir mal. Das ist hier quasi, das ist die Bratwurst des Vegetariers, ne? Also das, oder die Fleischwurst. So, da haben wir den ersten schon runter. Das ging relativ schnell, waren aber auch bloß 3 Positionen und dann wollen wir mal gucken, dass wir weiterkommen. Noch 2 Abladestellen, bevor wir das so reiner können zu unseren Ameisen. Sind jetzt hier beim Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich hab mein Ziel erreicht, sagt das Navi sogar. Dann wollen wir mal hingucken, dass wir die Maschine abladen. Jawohl, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, da muss ich mir doch erstmal eine Zigarette anzünden. Ja, Moment. Jetzt geht's nämlich los mit Drucker Tetris. Und wir haben eine neue Kandidatin heute aus Osteuropa. Es ist Svetlana. Die Frau vom Andiaslowski und sie fährt heute edel rückwärts an die Rampe. Das ist hier die Seitwärts, die Kriegstaktik. Man geht seitwärts an die Rampe, wo man eigentlich stehen muss. Sie muss nämlich direkt genau neben diesen LKW hier und sie parkt ganz edel ein. Das hat man noch nicht gesehen. Darauf hat die Welt gewartet. Das ist hier Spannung. Das ist Truck TV. Das ist nicht das Fernsehen, das ist besser, das ist Internet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diesmal auch wieder beim Trucker Tetris. So, fertig geladen. Ab geht's Richtung Frankreich. Morgen 12 Uhr haben wir Termin. Und dann schauen wir mal, dass wir den Rotz da runterkriegen. Und waschen fahren tue ich heute nicht mehr, weil ich morgen mal schönes Wetter haben wollte. Und dann geht das, ne? So, dann machen wir noch mal schnell unsere Pause hier. Es gibt lecker Tee. Und das schöne Holland, die meisten LKW sind gut beleuchtet. Und die kann man da wunderschön auf der Autobahn betrachten. Es ist besser wie Kino. Na, Vorführeffekt, jetzt kommt gerade keiner. Noch 10 Minuten, dann geht es weiter ab Richtung Belgien. Belgische Grenze wird getankt und dann gucken wir mal, dass wir morgen vor 10 Uhr beim französischen Kunden anliefern. Jawohl, und ein bisschen telefonieren mit der Freundin muss auch sein. Wir machen hier mal eben schnell die Abfahrtskontrolle. Leider konnte ich natürlich, ich war verhindert, ich war am Telefon, aber die Sicherheit geht vor. Ein kleiner Check, die 3 Minuten, die uns vorgeschrieben werden vom Start, dass wir das Fahrzeug kontrollieren, was man sowieso eigentlich, was jeder normale Mensch hier jeden Morgen macht, könnte man sagen, mache ich hier gerade. Ich gucke mir die Reifen an. Normalerweise guckt man nochmal auf die Ladefläche, aber das war nichts, wo man hätte raufgucken müssen. Und noch einmal eben schnell die Sattelkupplung, wie immer eigentlich. Und dann geht die Fahrt auch schon weiter. Eine schnelle Fahrt, eine neue Fahrt. So, wir sind jetzt in Antwerpen und das läuft super gut. Wir haben um 12 Uhr einen Termin. Den schaffe ich auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ne? Also ich habe eine Dreiviertelstunde Luft. Das ist sehr gut, wenn dann Stau kommt oder sonst irgendwas. Dann habe ich den nächsten Termin nochmal um 16 Uhr. Und dann ist wieder alles so, wie es passt. Hundertprozentig. Ein bisschen nebelig ist es heute, aber dafür nicht so kalt. Aber hier ist mal ganz schön zu fahren. Hier ist BIG, denk ik wel. Stau! Met een behoorlijk ruime voorsprong heeft het gehaald. Durch den Stau, den wir jetzt überall hatten, das alles ein bisschen hier verwurschtelt und ich komme auf den letzten Drücker da an, 4 Minuten vor, 3 Minuten vor. Also, aber immer noch den Termin.
Stunde im Stau verloren da. Also ich muss hier ein bisschen langsamer fahren. Jetzt fahre ich gleich über die französische Grenze und direkt dahinter ist die Ortschaft, wo ich noch abladen muss. Dann düsen wir weiter in die Normandie, glaube ich. So, die Firma, die ich anliefert, die gibt es noch gar nicht. Also auf der Baustelle rauf, das ist mal ein bisschen blöd. Weil wir die Karre dreckig, aber gut, dass ich vorher nicht waschen war. Dann schauen wir da mal hin. Schauen wir. So, haben wir schnell von Hand abgeladen. Der Straßentiger, der schwitzt aber schnell. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das auch das T-Shirt hier, das Olle. Das ist hier billig hergestellt, bestimmt gar nicht richtig Baumwolle und da schwitzt man natürlich schnell drin. Jo, wir fahren jetzt hier Richtung Rouen und werden da Pause machen heute Abend. Ich denke mal, dass wir dann morgen Paris noch fertig kriegen und eventuell schon eine Rücklandung bekommen für Deutschland. Und ich habe Freitag morgens Termin in Lüneburg. Das heißt, eigentlich läuft diese Woche alles ganz gut. Von daher, optitop. Wie einige gemerkt haben, habe ich meinen Beziehungsstatus geändert. Ich werde auf jeden Fall nicht mich dazu äußern und finde es auf jeden Fall sehr lustig alles. So, guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind hier in Rouen und warten darauf, dass wir gleich weiter können. Ich mache schon mal die Gardinen auf. Ich sollte mir vielleicht schon mal die Abfahrtskontrolle machen. Da muss schon mal den Müll wegbringen. Was ich gut finde momentan in Frankreich, dass weniger Kontrollen sind. Und so wie gestern Abend ist hier die Polizei permanent über den Parkplatz gefahren. Das war sonst eher selten. Und das ist auf jeden Fall ein klares Pluspunkt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es noch was gebracht hat. Ich gucke mir mal den LKW an, ob irgendwo die Plane aufgeschlitzt ist. Können wir auch gleich losdüsen, ne? Ja, wir haben die Normandie verlassen und kämpfen uns durch. Der Straßentiger fährt Richtung Paris in die Stadt der Liebe ohne meine großen Liebe. Und da gucken wir mal und werden erstmal anfangen abzuladen. Wir haben noch 4 Kunden und ich hoffe, ich kriege heute noch die Rückladung auf den Zettel. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber wäre natürlich super geil. Richtig geil. 100%ig geil. Jetzt stehe ich hier. Allerdings, die sind zwar da, aber die wollen erst um 1 Uhr. Wie ist der Pilz? Um 1 Uhr abladen. Jetzt wollen wir mal eben. Ich habe abgeladen, habe ich schon, da steht ja schon alles. Jetzt warten wir mal eben, bis sie zu Ende gegessen haben und dann holen wir uns unseren Wisch. Und dann schießt der Straßentiger wieder durch Paris. Das Schöne in Paris, das interessiert dir kein Schwein, ob man links oder rechts überholt.
Hauptsache man bleibt mit dem LKW nicht auf der ganz linken Spur, dann ist alles in Ordnung und der Verkehr fließt. Und der Straßenlieger ist vollster Zufriedenheit übersät, denn heute ist es ein schöner Tag, denn wir haben hier kaum Verkehr. Da relativ viele Leute, die hier noch in den Ferien sind, wunderbar. Sehr schön. So, da wollen wir mal abladen gehen hier. Papiere. Junge Heinrich, Paris. Rangis. Ist das hier schon? Hier ist das ja schon. Ist das nicht geil? Ich bin einer der geilsten Typen noch. So, Ladies und Gentlemen, es ist soweit, wir sind leer, der absolute Wahnsinn. Wir fahren jetzt zur Ladestelle und gucken mal, was da passiert. Wenn hier die ein oder andere gut situierte, vermögende Dame vielleicht noch Single ist, die könnte sich mal bei Onkel Mike melden. Die könnt ihr mal in meiner Facebook-Liste gucken. Und er wird mich zwar schlachten, wenn er das jetzt sieht, aber es nützt ja nichts. Onkel Mike, ich denke wenigstens ans Geschäft. Wie gesagt, auf zur Ladestelle und da laden wir auch noch. Und wie ich filme, die Rückfahrt nach Belgien nicht, aber wir sehen dann auf jeden Fall gleich, wie es dann in Belgien oder kurz vor der Grenze weitergeht. So, guten Morgen, liebe Freunde. Der absolute Wahnsinn, der Straßentiger ist mittlerweile schon heute am Donnerstag hier an der belgischen Grenze fertig geladen und es gibt super lecker Tee. Wir haben, wie gesagt, gestern den letzten noch ausgeladen, dann haben wir noch einen geladen. Eine Komplettladung, mal etwas ruhiger diese Woche. Was anderes war nicht da. Und dann werden wir auf jeden Fall wieder beim Rolf mal vorbeigucken, ein paar Ameisen rausziehen. Und dann ist definitiv Wochenende. 100%ig, wir sind gerade nach Belgien reingefahren und das läuft hier wie das Katzenweg. Das ist eine richtig geile Strecke. Das geht hier durch Wälder, über so kleine Serpentinen, könnte man fast sagen, durch die Landschaft. Das rockt, das mag ich gerne, das mag der Straßentiger gerne. Und vor mir ist noch ein Franzose. Und ich hoffe, der gibt ordentlich Gas. Denn Arbeitszeit ist für den Straßentiger natürlich Leistungszeit. Und jetzt, aber er bremst, der verliert. So, der Straßentiger macht sich auf den Weg. Wir fahren jetzt zur Transportzone mehr und werden bei Jost erstmal gepflegt eine Duschpause einlegen. Und dann gucken wir, dass wir noch bis nach Lüneburg, weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen, ist ganz schön knapp. Aber googeln wir mal. Auf jeden Fall, ich hätte auch unten über Luxemburg fahren können. Da hätte ich, ein bisschen billiger tanken können, aber ich brauche gar nicht mehr so viel Diesel. Und das Problem, ich hätte in Deutschland zu viel Maut gehabt, deswegen besser über Holland. Ja, und das beste Zeichen dafür, dass man seinem Navi nicht trauen kann, ist gleich der Kreisverkehr, der kommt. Da muss ich nämlich die zweite Ausfahrt raus und der will mir aber die dritte schicken durch die Stadt. Und das ist in Charleroi ein bisschen beschissen und macht auf jeden Fall keinen Spaß. Donnerstag und ich war lange genug Vegetarier, ich habe auf den Scheiß keinen Bock mehr. Das geht mir sowas von auf den Sack. Ich liebe Fleisch und ich esse Tiere. So. Ich habe noch nie so gelitten wie jetzt. Stau! Stau ist scheiße! Guck mal hier, wie kacke der Stau ist. Dreckiger, verfluchter, unschöner Kackstau. Kurz vorm Heiligen Land, der absolute Wahnsinn. Wir betreten gleich Holland und da wird es eine Dusche geben. Also ich werde mich erstmal schön ausgiebig duschen. Auch die Vor- und zurückziehen, damit es einen guten Eindruck macht natürlich. Und dann wollen wir mal schauen. Also, ich freue mich schon riesig darauf. Ich fange hier schon an zu überholen, weil vor mir pimmeln sich hier einen ab. Aber hier ist allerdings Überholverbot. Aber ein Holländer interessiert das nicht. Irgendwann ist mal gut. Angekommen. Juhu, juhu. Wollen wir uns erstmal die Duschtasche schnappen. So, dann wollen wir mal auf in die Dusche. Juhu. Frisch geduscht, 5 bis 10 Minuten Pause haben wir auch drin. Und das heißt eine neue Fahrt und eine schnelle Fahrt. Es geht luf, luf, luf. Wahnsinn hier. Hallo Witzka. Ja,
Jawohl, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Jau, 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 ihr seid TrakTV. Es tut mir leid, wenn diese Folge etwas kurz geraten ist. Aber ich gelobe Besserung. Die nächste Folge wird wieder ein bisschen länger. Ich danke euch natürlich fürs Abonnieren, fürs Kommentieren und Bewerten der Videos. Oder auf Facebook einfach mal teilen oder mir Geld schicken oder sonst irgendwas. Und noch schöne Grüße an meinen Engel. Ciao.